So, wir haben jetzt hier mal einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind wieder zurück und... Und jetzt, meine lieben Freunde, ist der Moment gekommen. Serana? Oh, was gibt es? Habt ihr euch in... habt ihr eigentlich in Betracht gezogen, euch vom Vampirismus heilen zu lassen? Nein. Warum? Keine Ahnung, weil du deinen eigenen Vater getötet hast? Ihr könntet wie ihr selbst sein. Es wäre schön, nicht immer so durstig zu sein. Okay. Aber wenn ihr euch heilen wollt, helfe ich euch gerne dabei. Ich werde mit Falion sprechen. Ich habe gehört, dass er sich mit diesen Dingen auskennt. Ich werde für eine Weile verschwinden. Ich treffe euch daheim, wenn ich die Sache erledigt habe. Ich wollte jetzt eigentlich einfach weitermachen, aber Serana ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn ich sie heilen kann. Wenn man mal davon absieht, dass wir der Frau auch viel verdanken. Wisst ihr was? Es ist Skyrim. Fuck all. Ich will mit euch mitkommen. Ich weiß, dass ihr das wollt, aber das muss ich alleine erledigen. Was? Wir werden uns wiedersehen. Nein! Geh nicht, Serana! Nein! Geh nicht! Hallo, Lydia. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Oh ja, Baby, folg mir. Geht voran. Lydia's back! Okay, reicht. Leute, Lydia ist back! Und mit ihr können wir jetzt endlich die Main Story weitermachen. Fuck yeah! Serana, wir haben schon... Warum liegt hier... Eine Saphir-Drachenklaue im Wert von 500. What the fuck? Okay. So, Lydia ist back und mit ihr können wir jetzt endlich wieder die Main-Story von Skyrim angehen. Nice. Ah. So, unsere Main-Story ist nämlich, wenn wir mal gucken. Boah Gott, da geht hier die Escape-Taste, ey, ne? Die Entschlüsselung der Übernatürlichen. Das ist es, von Septimus Signus. Wir müssen Falmerblut sammeln, das haben wir bereits getan. Dunkelelfenblut, Orkblut und Waldelfenblut. Wo sammeln wir das eigentlich? Ich glaube, das können wir doch eh nur so nebenbei machen, oder? Weil davon gibt es doch keine wirklichen Anzeichen. Wir müssen zu speziellen Orten. Das heißt, wir werden das tatsächlich erst weitermachen, wenn wir durch Zufall irgendwann das mal fertig haben. Was so viel bedeutet, wie ich werde einer der anderen 1000 Quests, die ich noch im Log habe, das sind genug, weitermachen. Zum Beispiel die Bleiche Fürstin, finde das gestohlene Schwert. Von der Frosthauch-Krypta bin ich auf eine Räuberbande gestoßen, die einst Mitglieder angriff. Es schien einem Schwert zu gehen. Kann ich das aktivieren? Kann mir das... gibt es hier ein Ziel? Oh ja, guck mal, das ist da oben. Da ist die Frosthauch-Krypta. Dann machen wir das doch einfach mal. Machen wir das doch einfach mal. Genau, wir machen das einfach nebenbei. Wenn wir das dann irgendwann mal haben, durch Zufall, durch die ganzen Nebenquests, die wir haben, dann machen wir mit der Main Story weiter. Wow. Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon so einige erledigt. Kann das sein? Ich denke ja. Hier ist die Frosthauch-Krypta. Das klingt außerdem ziemlich spannend. Ach, irgendwer hat die... runtergeschmissen, diese Klaue, die ich da, die habe ich wohl mal als Dekoration hingetan. Ja. Arschlöcher. Wahrscheinlich Serana hat sich gedacht, ich gehe jetzt, und dann hat sie alles umgeschmissen. So eine. So, es ist mir jetzt egal, wo was ein guter Anlauf ist. Genau, Lydia, geh mal in den Schatten. Rajir hat sie immer in alle möglichen Sachen hineingezogen.
Aber dem Boss das Schwert stehlen? Wollt ihr etwa sterben? Wer weiß, die Katze war verrückt. Es war dumm von ihr, ihr zu vertrauen. Ich glaube nicht, dass ihr Freunde seid. Kopfschuss. Übelst in den Hinterkopf, Alter. Riesentreffer gegen die beiden. Auch der hat nicht gecheckt, dass ich da bin. Nice one. Nice one. Ich nehme jetzt im Übrigen nicht mehr jeden Müll auf. Ich glaube, ich habe genug Geld langsam. Bier nehme ich aber immer auf. Bier nehme auf. Und orkische Pfeile 15. Bier nehme ich immer auf. Bier nehme ich auch auf. Prost. Geil. Aha, endlich mal wieder schleichen. Nicht, dass wir Kerzenschein noch nicht könnten, aber wir nehmen es mit. Und die Silberhalskette nehmen. So kleine Sachen wie die Ketten, die nehme ich immer mit, weil da mache ich mir eine schöne Sammlung voll von Karotten. Vergiss es. Nehme ich nicht mit. Irgendwann ist nämlich auch echt mal genug mit irgendwelchen Kram aufnehmen, den ich nicht mehr brauche. Ist ja nicht so, als würden wir irgendwie an Geld mangeln. Wie viel Geld haben wir? 85.000 Gold. Ich glaube nicht, dass wir dieses Geld jemals verprassen werden. Niemals. So. Alles klar. Hier haben wir ansonsten nichts mehr. Die habe ich wunderbar erledigt. Ich glaube auch nicht, dass hier in den Kisten jetzt sonderlich irgendwas Interessantes drin ist, dass ich mich jetzt hier so groß umgucken muss. Lydia, hast du wieder Husten? Meier, Meier, weißt du, da bist du den ganzen, bist du Wochen, fast ein Jahr lang warst du daheim, weißt du, und dann bist du krank, wenn wir wieder auf Reisen gehen. Von der anderen Seite verriegelt, dann ist das wohl die, der Rückweg. Was? Da unten ist noch eine ganze Schicht. Was für eine Schicht? Für alle, die die ganze Zeit fragen, ich habe nicht alle DLCs, ich habe die, Dragonborn nicht. Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wir sollen irgendwem in den Tunnel folgen. Okay. Was haben wir hier? Oh, eine verschlossene Tür. Oh! Instant abgebrochen. Sehr gut. Schlossknacken verbessert. Woo, wir können eine Stufe aufsteigen. Yes! Nach einem Jahr eine Stufe aufsteigen. Läuft. Och, ein Schleifstein. Nicht, dass wir jetzt hier noch in der Ding anfangen zu arbeiten, ne? Das hat einen ganz guten Wert. Gewicht 5, Wert 125. Kann man mitnehmen. Das ist okay. Hallo? Lydia, mach dich nicht unbeliebt. Ich muss da raus. Komm. Lydia. Oh. Muss ich echt die Tür erst schließen, oder was? Ich will, das geht. Lydia. Komm schon. Kst. Komm her. Oh, Lydia, du machst mich wahnsinnig. Bin immer noch da. Du sollst gehen. Hier, weg da. Ihr geht vor. Ich. Ja. Witzig. Ich würde gern vorgehen. Geh doch mal weg. Oh, Lydia, wirklich? Eine Haarfeier. Stimmt, das habe ich nicht. Das ist echt totaler Quatsch. Oh. Lydia. Mann, du hast ganz schön zugenommen in dem Jahr. Weißt du das eigentlich? Alter, allen Ernstes? Allen Ernstes? Oh mein Gott. Lydia. Komm hierher. Hierher. Gewicht 1, Wert 45. Lohnt sich. Komm her. Los. Oh, wirklich. Lydia, komm jetzt her. Komm. Komm. Los. Du machst mich wahnsinnig. Du machst dich gerade... Jetzt reicht's. Ja. Muss ich dich wirklich wegschießen? Schatz, muss ich dich wirklich wegschießen?
Komm schon! Ich fass es nicht. Ich muss sie wegschießen. Lydia, ich schwör's dir. Hier. Du hast ein Jahr lang Pause gehabt. Und dann bekamst du einen Pfeil ins Knie. Nicht. Lydia! Schau, die Leute haben schon gecheckt. Oh, ich passe durch. Was? Wie der, auf wen schlägt sie eigentlich? Wer zum Teufel? Was war das denn? Hauptsache, der hat übelst viel Kohle. Was war das? Ich schieße Lydia einen Pfeil ins Knie und auf einmal kommt irgend so ein Dude. Als hätte sie einen Zauber. Hm. Und nein, ich fuss Rodal meine liebste Lydia nicht. Das macht man mit Frauen nicht. Der Boss ist darunter? Heute? Ja, er ist hinter Rajir her. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Irgendwas ist mir da unten in letzter Zeit falsch vorgekommen. Unheimlich. Jetzt klingt ihr so verrückt wie die Katze. Als nächstes kommt dann die Geschichte von der bleichen Fürstin. Was ist? Tja, all deine Zauber nützen dir nichts, wenn ich schnell genug bin. Deswegen liebe ich Bogen. Genau deswegen feiere ich Pfeil und Bogen, meine lieben Freunde. Weil du einfach so geil sneaken kannst. Eisa, ich sehe sie in jedem Schatten, höre ihre Stimme in jedem Windhauch, in meinen Träumen, in meinen Ohren, in meinem Verstand. Die bleiche Dame, wir müssen sie aufhalten. Wir brauchen nur das Schwert zurückzugeben, dann können wir sie für immer wegsperren. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss es tun. Ich muss einfach. Gezeichnet, Rajir. Aber das Tagebuch brauchen wir eigentlich. Haben heute Morgen die Weißflussbande verlassen. Mit Hawaiers Schlägern auf den Fersen. War keine üble Sache, aber es war Zeit für was Neues. Mit ihm als Anführer konnten Rajir und ich nicht groß weiterkommen. Ich werde nie verstehen, wie er das macht. Ich habe in Windhelm nicht mal ein Gerücht gehört, während Rajir außerhalb der Stadt blieb, sich an Mondzuckerbär rauschte. Und es trotzdem noch fertig brachte, etwas für uns aufzutreiben. Eine Bande drüben in Richtung Mortal. Sie haben sich in einer alten Ruine verkrochen und graben sie zwischen Überfällen auf die Karawanen aus. Haben uns Kairs Bande angeschlossen. Ihre Schatzsuche ist ein Desaster. In 3 Monaten Arbeit haben sie mit Mühe und Not eine einzige Halle freigelegt. Und bei Einstürzen sind 6 Leute umgekommen. Ich habe die Aufsicht über die Ausgrabung übernommen, während Rajir die Überfälle draußen anführt. Vielleicht zahlt sich das Jahr in der Chadna-Mine doch aus. Man sollte bedenken, dass ein Mann, der ein Schwert führen kann, auch eine Spitzhacke schwingen könnte. Aber diese Tölpe sind nach kaum einer Stunde schon erschöpft. Na, kein Wunder, dass der Tunnel ewig braucht. Ich habe Schichten rund um die Uhr eingeführt und für die besten Ausgräber doppelte Rationen angeordnet. Das gibt ihnen einen Anreiz. Die Nachtschicht hat mich geweckt, um mir zu sagen, dass sie auf etwas Großes gestoßen seien. Kaya, Rajir und ich gingen hinunter, um es uns anzusehen. Es ist gewaltig, so als wäre ein ganzer Wald einfach von der Erde verschluckt worden, mit einem großen alten Monument in der Mitte. Kaya nahm das Schwert davon als Trophäe mit, als Beweis, dass sich sein ganzer Plan allmählich auszahlt. Dieses eine Mal könnte er recht haben. Rajir hat seit ein paar Tagen Albträume. Er murmelt die ganze Zeit etwas von einer bleichen Dame. Einer dieser Sumpffrauen, die nachts Kinder stehlen. Ist mir aber lost oder was? Glaube ich, zu denken, dass irgendeine alberne Geschichte den grämigsten Räuber, den ich kenne, in ein schlotterndes Kätzchen verwandeln könnte, das Angst vor seinem eigenen Schatten hat. Ich bin bloß froh, dass keiner von den anderen ihn so sieht.
Es wird schlimmer. Rajay kann kaum noch schlafen. Und wenn er doch wegnickt, wacht er schreiend wieder auf. Gestern hat er damit alle geweckt. Er sagt, die bleiche Dame käme uns holen. Sie sei unten im Wald. Wir müssen das Schwert zurückbringen, sonst würde sie uns alle töten. Keine Chance. Der Boss klammert sich an das Ding, als wäre er damit verwachsen. Ich habe allen erzählt, dass Rajay bloß Fieber hat. Aber so kann es nicht weitergehen. Ich habe ein paar Sachen zusammengesucht. Heute Nacht schleiche ich mich davon. Und ich werde nicht mehr zurückblicken. Just saying. Ja, das ist auch mal nötig, dass man die Bücher mal vorliest, damit man auch weiß, was man hier überhaupt eigentlich gerade tut. Leute, ich finde es mega spannend. Ich finde es total geil erzählt. Finde ich richtig geil. Würde ich gerne öfter machen. Und ich werde auch alle story-relevanten Bücher definitiv so nicht anders vorlesen. Und damit auch gleich das nächste Fuck yeah. Aber vorher muss ich mir mal kurz meine Kehle anfeuchten. Mm.